So, jetzt kommen wir zum guten Schluss zu den Zehnern und starten werden wir das mit dem sowjetischen T-10 Mediumpanzer, dem T-22. Wird wahrscheinlich ein Civil-Reward-Panzer und ich kann mir vorstellen, dass bei der nächsten großen Civil-Kampagne es eventuell 2 oder 3 Premium-Panzer zur Auswahl gibt, aber in dem Fall komplett neue. Die meisten oder die einige möglichen werde ich in dem Fall jetzt gleich vorstellen. Kennen tun wir denn schon, auf jeden Fall kennen tun wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger, habe ich schon in den Infos erwähnt. Nur jetzt gehen wir nochmal kurz auf die Daten ein. 1900 HP, wieder T10 Medium, 750 PS Topspeed von 55, was auf jeden Fall eine schöne Marke ist. 100 mm Wandpanzerung und 230 Turmpanzerung. Bei der Wumme ist es wohl noch nicht klar, welche er bekommt. Zumindest steht hier ein Fragezeichen, was den Namen angeht. Damage gibt es wohl schon, keine Ahnung, wie man darauf kommt. Und zwar 320 Damage sowie 246 Penetration. Wird also, denke ich, einfach mal die Standard russische 100 mm. Ist das die 100 mm? Ich weiß nicht, die T10-Wumme der Russen letztendlich, der Russen-Mediums. Dann gehen wir weiter zum Mammut, ein Tier 9 Bunker letztendlich auf Ketten. Nicht zu verwechseln mit dem Mäuschen, mit dem Panzer, das Mäuschen sollte ja eigentlich der Ersatz oder das Replacement für den VK4502B werden. Das scheint aber irgendwie ein Premium-Panzer zu sein oder ein Event-Panzer, in dem Fall wurde es hier sogar erwähnt, der bei den Supertesten aufgetaucht ist. Auf Tier 9 hat 2000 HP, 720 PS, wiegt 120 Tonnen, daher kommt er auch trotz 10 PS letztendlich nur auf 20 km/h Topspeed. 100 mm Panzerung, Frontalwanne und 120 Turm. Ich weiß, man hätte sich ehrlich gesagt bei dem Koloss mehr erwartet. Ich war da auch relativ verdutzt. Hat in dem Fall eine 155 mm KWK mit 750 Damage und 225 Penetration. Die Sache ist, da gibt es mehrere Daten zu oder mehrere Ausführungen. Es gibt das ganze Ding auch noch mit der anderen Wumme ein bisschen verändert. Ich glaube letztendlich, dass das kein Eventpanzer mehr werden sollte. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass es letztendlich so gesagt wurde. Ich kann mir aber vorstellen, dass es zu dem Zeitpunkt eventuell oder zu dem Zeitpunkt überlegt wurde, dass das eventuell auch ein VK4502B Ersatz werden könnte, wenn das Mäuschen halt letztendlich fällt oder wenn das Mäuschen letztendlich nicht. Das ist, was sie sich da vorgestellt haben. Deswegen glaube ich nicht, dass der letztendlich als Reward oder Eventpanzer reinkommen wird. Weiter geht's mit, wer hätte es gedacht, einem russischen Tier 10 CW-Panzer in dem Fall, aber ein Heavy Tank, nicht zu verwechseln mit Medium. Ich weiß, er sieht hart wie ein Medium aus, aber es ist wohl ein Heavy. Und zwar dem Objekt 770. Und zwar, ja, ist ein CW-Panzer oder zumindest wurde das in dem Fall betitelt. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen bei dem Tier 10, 2100 HP, 850 PS, 50 km/h Topspeed, 132 Frontalwanne und 285 mm beim Turm. Hat eine 122 mm Kanone M62 und damit 440 Damage sowie 258 Durchschlag. 85 wäre dann doch echt noch eine Marke mehr. Dann haben wir noch, wir haben noch einen, und zwar den M48A2-T55AE2 in dem Fall. Und bei dem Panzer gibt es schon, ich muss mal sagen, seit Ewigkeiten irgendwelche Leaks, Infos, hast du nicht gesehen. Also es gibt schon seit sehr, sehr langer Zeit da Infos zu, aber letztendlich ist er nie wirklich gekommen. Und in dem Fall habe ich hier auch noch eine Info rausgekramt, und zwar, das ist ebenfalls, es sollen T10-Panzer, CW-Panzer werden. Das war auch schon relativ lange geplant. Der war, meine ich, für was anderes mal ursprünglich eingeplant. Dann haben sie den doch nicht gebraucht und ja, letztendlich machen sie CW-Panzer raus. Der erste Leak von diesem Panzer ist ziemlich alt, meine ich. Ich habe ihn jetzt nicht raussuchen können, aber ich glaube, der ist noch von 2014, Anfang 2014 auf jeden Fall echt ziemlich alt. Ja,
Kommen wir kurz zu den Daten. T10 Medium Panzer der Amis in dem Fall 2000 HP 825. PS 48 Kammer Top Speed 152 mm Frontal. Panzerung 203 Turmpanzerung plus halt die schräge 120 mm Bombe mit 400 Damage und 258 Durchschlag. Also relativ genauso wie beim Objekt 777. Und zu guter Letzt ein Panzer, der wahrscheinlich nicht als Reward-Panzer werden kommen kann, aber ja, es kann sein, ich weiß es nicht. Man hat von dem schon gehört, aber noch nicht viel. Ich habe den auch mal vor Urzeiten letztendlich in einem Infovideo erwähnt, und zwar dem 121B. Ein Tier 10 chinesischer Premium, Medium oder zumindest ein Medium. In dem Fall wurde hier ebenfalls gesagt, dass er eventuell ein CW-Panzer werden wird. Ich meine, wurde schon oft gesagt, es wird niemals Premium T10er geben, die zum normal zum Verkauf sein werden. Das heißt, tendenziell sind alle T10 Premiums Reward-Panzer oder Event-Panzer. Ich denke, das wird der genauso, falls er halt überhaupt kommen wird. Bei dem weiß man noch relativ wenig, obwohl dieser League auch schon relativ alt ist. Und da müssen wir gucken oder abwarten, einfach wie die nächste Kampagne aussieht. Kann man sehr gut vorstellen, dass es halt letztendlich einen T22 geben wird, diesen T22 SR, den M48 T95 Mischmasch, das Objekt 777 und den 121B eventuell. Alles 10er und ja, okay, ein Heavy ist dabei, drei Mediums, naja. Kurz zu den Daten: T10 Medium, 1950 HP, 580 PS, 50 km Top Speed, 130 mm Front. Panzerung und 240 Frontturm. Hat in dem Fall aber eine, sag mal, untypische Wumme, und zwar nicht die ganzen chinesischen Wummen, die da irgendwie eine halbe Ewigkeit zum Aim brauchen, und zwar eine 105mm Wumme mit 390 Damage, 261 Durchschlag und einer Aimtime von 2,1 Sekunden. Die ist, wenn man Chinese, die ich mir eventuell anschaffen würde. Weil ich bin ja nicht so der Typ, der mit so einer Heavy Wumme auf Medium fährt. Ist gut, kann gut sein, aber ich komme damit nicht ganz so klar. Soweit so gut, das war's eigentlich mit diesem Video. Was heißt eigentlich, war's mit dem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Es ist jetzt etwas länger geworden und ich glaube, ich split das einfach in zwei Hälften, damit es nicht ganz so lang wird. Das ist nämlich 23 Minuten. Ich hatte gehofft, das auf 10 Minuten zu halten, nur es waren dann noch mehr Panzer, als ich dachte. Und zu den Panzern, ich denke mal, die letzten, die CW-Panzer oder die T10er, die werden durchaus CW-Panzer werden, also Reward-Panzer. Bei den kleineren ist es oft so, gerade bei den 8ern, das sind so Testdinger, die WG entwickelt, den Supertestern dann gibt, die irgendeiner liegt das von denen dann. Und letztendlich stellt WG dann fest, okay, der Panzer ist letztendlich, die Supertester haben festgestellt, dass der Panzer nicht so ist, wie wir uns den vorgestellt haben. Und dass wir den eventuell gar nicht brauchen, dann wird er halt weggeworfen letztendlich oder zur Seite gepackt. Dementsprechend denke ich mal, die kleineren Panzer sind so lalala, ob die kommen oder nicht. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und falls ihr irgendwelche Panzer vergessen habt, die euch noch einfallen, schreibt sie mir in die Kommentare und vielleicht mache ich dann letztendlich ja auch einen dritten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.